Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Chris und das ist ein neues Let's Play Battlefield 3 und zwar spiele ich das neue DLC auf der Map Kyazaar Eisenbahn. Es ist ja schon eine unglaublich lange Zeit her, dass ich mal wieder ein richtig traditionelles Let's Play, oh mein Gott, ich fahre ja schon Sachen zusammen, so ein traditionelles Let's Play aufnehme, aber ich habe mir gedacht, das muss endlich mal wieder sein. Und was bietet sich derzeit mehr an, als die neuen DLC-Karten zu nehmen, um hier mal wieder ein klein wenig Gameplay auf diesen Kanal zu bringen und ganz ungeschnitten mein Nicht-Können zu präsentieren. Ich bin ja immer wieder überrascht, was ich für einen Scheiß zusammenspiele. Aber ich, verbessere mich dann doch so ein bisschen kontinuierlich nach vorne. Und wir werden jetzt sicherlich ein paar gute Szenen hier zu sehen bekommen. Ich freue mich da schon drauf. Ich habe mir hier jetzt schon mal versucht, auf der rechten Seite irgendwie, oh Gott, ja, Gegner ist klar. Fahren wir ihn einfach mal um. Ist der eigentlich ausgestiegen? Da oben fährt er noch. Okay. Ich wollte ja hier auf der rechten Seite, ist es ja, rumfahren und so ein bisschen von hinten kommen. Ich habe gerade Scheiße. Ich habe gerade schon mal versucht, das Ganze. Wir spielen ja natürlich hier Capture the Flag. Ich als Pionier. Und es bietet sich irgendwie an, nicht auf diese Eisenbahnlinie in der Mitte zu fahren. Das habe ich gerade eben schon rausgefunden. Sondern man kommt sehr gut an Flaggen ran, wenn man so ein bisschen sich von hinten anschleicht. Und dann entweder die Leute sogar noch wegpustet, die vor einem natürlich in Gegnerrichtung stürmen. Und denen man dann sehr geschickt in den Rücken fallen kann. Oder man arbeitet im Team, was ich jetzt in diesem Fall überhaupt nicht getan habe. Das kann man mir auch sehr gerne vorwerfen. Ich habe überhaupt nicht im Squad gespielt. Ich wollte einfach so ein bisschen die Map mal erkunden und schauen, was ich hier zu finden bekomme. Ja, jetzt will ich aber auch mal schauen, ob ich hier irgendwie rankomme. Diese Helis haben mir bisher noch nicht so ganz gefallen auf dieser Karte. Also die haben mich so häufig abgeschossen. Das war nicht mehr feierlich. So, jetzt, jetzt versuche ich hier mal von hinten irgendwie reinzulaufen und die Gegner ein bisschen von hinten aufzumischen. Ja, komm, das wird was. Mit der RPG Heli runterholen glückt mir ja normalerweise nicht so häufig. Vielleicht schaffe ich es ja diese Runde mal noch. Okay. Ja, ich habe auch schon mal versucht in einem früheren Gameplay. Oh, den holen wir uns. In einem früheren Gameplay mal versucht. Hä? Nichts passiert? Ich habe in einem früheren Gameplay schon mal versucht. Was habe ich denn versucht? Achso, genau. Mit einem Bike die Flagge einzusammeln, aber das scheint ja irgendwie nicht zu gehen. Man muss also dafür absteigen, was natürlich noch viel geiler wäre, wenn man direkt drauf sitzen bleiben könnte, einfach durchfährt, quasi so im Vorbeifahren die Flagge aufschnappen und dann weiter düsen. So, jetzt baue ich mir hier mal so einen kleinen Tunnel und düse dann da mit diesem Dirt Bike durch. Ah, da drüben sind Gegner, aber die sehen mich auch irgendwie alle nicht. Komm, jetzt Flagge nehmen, wieder aufsteigen. Ach, scheiße. Scheiße. Aber das geht gut. Das kommt. Komm schon. Ja. Schnell. Okay. Nein, natürlich. Hier wieder der. Ah, die Viper ist immer das Gleiche. Irgendwie ist meine Mannschaft nicht so ganz gut aufgestellt, was das betrifft. Und ja, versuchen wir es nochmal von dieser Seite. Es hat ja gerade eben gar nicht so schlecht geklappt. Ich meine, ich habe immerhin die Flagge aufgenommen. Nur der Heli schwebt hier immer noch ein bisschen rum und der hat mich jetzt natürlich gesehen. Vielleicht kann ich mich noch verstecken. Es sieht aber nicht so aus. Verdammt! Ja, das ist ein bisschen übermächtig, was der hier oben treibt. Wir haben ja aber erst gerade angefangen, also es werden sich sicherlich noch die eine oder andere Möglichkeit ergeben, hier die Flagge einzusammeln. Jetzt habe ich gerade eben gemerkt, meine Grafikeinstellungen sind ja doch ein bisschen nieder. Ich weiß nicht, warum ich die runtergestellt habe. Aber man sieht dann schon, dass die Grafik sich irgendwie so ein bisschen vor einem erst aufbaut und man kommt sich vor, als ob man auf der Blazy spielen würde. Okay, jetzt nichts gegen Blazy, aber ich meine, beim PC ist das halt normalerweise, muss das nicht so sein.
wenn man entsprechend ausgerüstet ist. Und deshalb habe ich das jetzt nochmal kurz hochgestellt. So, jetzt versuche ich nochmal zu Fuß. Wenn man dann mit diesem Dirtbike reinrauscht, dann geht das quasi immer schief, weil man sofort gesehen wird. Aber wenn man hier zu Fuß reinläuft, eigentlich auch. Wo ist er jetzt hin? Ungeschickt. Ja, danke schön. Aber ich glaube, hier zu viele Gegner unterwegs. So, jetzt nochmal RPG, komm hier. Ah, klassisch drüber geschossen. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich auch nochmal so eine kleine RPG-Schule besuchen. Mal Millie fragen, ob er nicht sowas mal machen kann. Das kleine How-to-RPG 1x1. Oh ja. Deckung suchen? Ja, Deckung suchen ist immer ganz wichtig. Und jetzt... Oh ja, der fliegt hier ganz schön. Yes! Aber ich habe ihn leider nicht erwischt. Ich wurde erwischt. Danke dafür, Tobi. Ja, ich habe auch schon die anderen Maps so ein bisschen angespielt. Und wie in meinem ersten Endgame-Video schon, ja, geschrien, gesagt, gefallen mir die super gut. Also die sehen wirklich alle bombastisch aus. Auch diese Landschaft hier auf, wie heißt sie? Eisenbahn. Ihr wisst es natürlich alle. Ich vergesse es andauernd, das gibt's doch nicht. Kiasa Eisenbahn, es ist auch irgendwie nicht so ein eingängiger Name. Aber diese Landschaft hier, gerade mit diesem vielen Grün, finde ich wirklich sehr schön und sehr gelungen. Ist auch irgendwie, wenn ich jetzt mal so überlege, die einzige, die so wirklich grün ist. Also jetzt mal unabhängig von den anderen Endgame-Maps. Gibt es noch? Ja gut, Kaspische Grenze, sowas. Geht in die Richtung. Ist teilweise auch ziemlich grün. Aber so dieser Mix über die ganze Map verteilte hügelige Landschaft mit viel Grün, also quasi nur Grün und zwei Straßen. Das gibt es ja so, glaube ich, noch nicht. So. Versuchen wir hier mal ein bisschen Stunt-Action reinzubringen. Yay! Ups. So, die da zwei da unten, die werde ich jetzt mal erstmal aussparen und versuchen wieder von hinten ranzugehen. Was hiermit gescheitert ist. Ich finde, die Dinger fahren wirklich. Ja. Ab! Yes! Und. Ist freigeschaltet. Scheiße. Ich finde, man kommt mit diesen Dirtbikes ja wirklich schon ziemlich gut durchs Gelände. Man kann damit sehr gut manövrieren und die Geschwindigkeit ist wirklich, wie versprochen, ziemlich hoch und auch ziemlich. Ich finde, sie ist gut. Also es dürfte nicht arg viel schneller sein, dann würde man mit der Lenkung nicht mehr so wirklich zurechtkommen. Und langsamer darf es aber auch auf keinen Fall sein. Sonst wird man noch leichter runtergeschossen. Und das ist schon so ein Punkt, man wird schon relativ leicht runtergeholt. Das hätte ich mir anders vorgestellt. Aber gerade am PC, ich kann mir vorstellen, dass es an der Konsole vielleicht noch ein bisschen schwieriger ist, so eine schnelle Bewegung dann hinzubekommen. Aber am PC ist es, wenn man in der Nähe von einem vorbeifährt, nicht wirklich schwierig, einen runterzuschießen. Muss man natürlich einplanen, sobald man weiter weg vorbeifährt, ist es eher schwierig bis sehr schwierig. Und gut, als Sniper habe ich es noch gar nicht versucht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch nicht so wirklich einfach ist, so eine hohe Geschwindigkeit abzuschätzen und dann... immer dieser Javelin-Typ. So eine hohe Geschwindigkeit abzuschätzen und dann da jemanden vom Bike zu holen. Aber... Ja, das wird sich sicherlich mit der Zeit noch rausstellen. Ja, bisher hat sich die Mitte auch überhaupt nicht, also von vornherein nicht. Normalerweise würde man ja denken, irgendwie, wenn man was Neues spielt, dann geht man erstmal den direkten Weg oder sowas. Aber es haben im Vorfeld schon so viele Leute gesagt, der Hauptweg, also auf den Schienen in dem Fall, ist so dermaßen vermint,
dass es sich überhaupt nicht lohnt, auf dem Weg lang zu laufen oder zu fahren. Gut, laufen sowieso nicht, weil es ja natürlich am allerbesten einsehbar ist. Ich bin bisher vor allem immer deshalb rechts und links neben der Bahnlinie entlang gelaufen, weil mir die Landschaft so super gefällt. Und ja, schaut euch das an, Mann. Das sieht aus wie, ja, ich würde fast sagen, wie im Schwarzwald. Ja? Also ich müsste mal schauen, wo Kiasa denn tatsächlich sein soll, aber also ich finde das echt genial hier. Allerdings natürlich auch unglaublich sackschwierig, hier jemanden zu finden, den man beseitigen sollte. Also so Heckenschützen und so weiter haben natürlich hier dann doch leichteres Spiel als zum Beispiel auf dieser offenen Map, die da heißt Nebandan-Ebene. So, nochmal zwei Leute mitgenommen. Und ich würde mal sagen, das soll es für diese ersten Teil gewesen sein. Ich werde das Ganze in einem zweiten Teil noch weiterspielen. Und dann wird es ein Zweiteiler von diesem Match hier. Bar auf Kiasa Eisenbahn. Bis zum zweiten Teil. Euer Chris. Ciao.